Ja, 6 Monate Terrassenhotel. Vom Wetter her eigentlich eine schöne Saison, oder? Schon 6 Monate schon wieder? Ja. Zeit geht schnell. Geht schnell, ja. Aber die Saison vom Wetter her doch einigermaßen. Sommer war nicht so super, natürlich. Die Augustmonat war natürlich sehr verregnet. Ja. Aber jetzt ist natürlich schönes Wetter, ja. Jetzt ist das natürlich hier eine tolle Lage. Wir gucken direkt auf die Sperrmauer. Richtig. Und direkt vor uns der See. Ist natürlich im Moment für die Gastronomie auch sehr schwierig. Ne? Ja. Einmal sind die Kosten sehr hoch, sprich die Energiekosten, aber auch qualitativ hochwertige Lebensmittel sind nicht billig. Ja. Und natürlich schwierig, qualifiziertes Personal zu bekommen. Das ist sehr schwierig zu bekommen, ja, heute den Tag. Ja. Und wie hat man das gelöst? Aber natürlich viele Leute von anderen Ländern auch hier dabei, die arbeiten aus Europa. Und unser Koch und wir versuchen das, die Leute auszubilden, probieren, dass sie auch bleiben. Ja. Natürlich suchen wir natürlich immer noch neue Kräfte. Okay. Und das ist manchmal nicht so einfach, aber das ist nicht nur bei mir ein Problem, das ist bei so vielen Hotels und Restaurants ein großes Problem, leider. Nun hört man ja am Akzent, dass Sie nicht aus Bayern kommen. Aus Bayern? Nein, nicht wirklich. Sie sind Niederländer. Ich bin Niederländer, ja. Was unterscheidet jetzt die Gastronomie in den Niederlanden hier von der Gastronomie hier? Was unterscheidet sich das? Ich denke, die Holländer sind flexibel. Ja. Und wir versuchen einfach die Probleme auch zu lösen, die da sind. Und so schnell wie möglich. Und das können Gäste machen das gerne, natürlich die Holländer, aber natürlich nicht jeder. Jetzt haben wir natürlich hier viele Niederländer auch als Feriengäste. Genau, richtig. Wenn kommen aus Winterberg. Wenn mehr der Hotelier die Ländersprache spricht, das ist natürlich ein Vorteil. Ein kleiner Vorteil, ja. Aber die Holländer sprechen sowieso auch alle Deutsch, aber die kommen sowieso auch hier hin. So. Die meisten sprechen gut Deutsch, jedenfalls besser Na ja, Deutsch. Gut ist ein großes Wort, aber. Ja, jetzt neigt sich die Saison ja so gut. Ja, genau. 6 Wochen noch vielleicht, dann ist Oktober. Im November versuchen wir Busreise reinzukriegen. Gibt es denn auch im Winter das ein oder andere, was hier das Terrassenhotel macht? Wir haben schöne Weihnachtsangebote, wir haben eine schöne Silvesterparty hier. Mit Tanzen, mit Musik, mit großes Buffet und alles darauf. Und auch mit Weihnachten haben wir schöne Weihnachtsbuffet und auch ein 5-Gangen-Menü, erste, zweite Weihnachtstag. Und so haben wir viele Sachen, die wir auf Programma machen. Wir wollen im Oktober, November auch mit Musselessen anfangen, schöne Käsetage. Auch Oystertage machen wir hier. So, Sie müssen unsere Seite beobachten. Also das Hotel ist das ganze Jahr geöffnet? Wir probieren das ganze Jahr. Das ist zumindest? Genau. Dass die Ruhetage oder die Wochenende zumindest offen. Richtig. Dann ist ja hier erste Neujahr immer das Neujahrschwimmen am Wiedersee. Das findet ja hier auf auch dem schön, Platz statt. Auch schön. Können Sie bei uns schön frühstücken. Die letzten Jahre da, wie das Hotel hier zu war, natürlich ein bisschen dumm. Ja. Man konnte kein Bier und kein Kaffee trinken auf der Terrasse. Das wird sich ja dann dieses Jahr ändern. Allemal ändern. Ja. Und ist natürlich immer ein bisschen schwer, wenn ein Haus so lange geschlossen war. Da muss man erstmal viel Geld reinstecken. Ne? Geld und viel Zeit und viel Mühe und Sorge, dass alles läuft und dass alles stimmt. Aber ich brauche da noch Zeit für, aber es kommt alles. Aber die Saison ist bis jetzt zufriedenstellend. Ich bin zufrieden. Besser dann erwartet. Gibt es denn auch hier, ich sag mal, so einen holländischen Abend mit Poffertjes und Saté? Wir haben hier Bitterballen. Wir haben hier schöne Bitterballen haben wir hier und Musselig bekommen wir später. Das sind ja so holländische Spezialitäten. Richtig. Poffertjes natürlich. Ja, den haben wir nicht, aber. Aber, also aber auf Wunsch können wir das hier machen. Versucht hier auch den Gästen ein bisschen andere Gastronomie zu bieten. Genau, das machen wir auch. Vielen Dank. Ja, gerne.